Mit Ramazama durch die Gamerwelt, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, hier bei Let's Play Today. Und der Michi ist auch da. Und wir bauen an unserem Häuschen weiter, das der Michi hässlich findet. Ich hab hier mal. Ich hab hier mal ein paar Platten dran gebaut, bloß mal schnell. Und werden uns jetzt mal noch ein paar Glowstones holen. Und ein bisschen Teppich brauchen wir noch. So. Teppich. Denke, wird reichen. Dann brauchen wir noch eine Lichtquelle. Hier. Sollte reichen. Ja, ich weiß. So. Setzen wir uns das hier mal hier runter. Wir müssen noch das Dach fertig machen. Fällt mir gerade ein. Machen wir das mal. Der schmeißt mich hier mit irgendwas zu. Ich brauche keine Federn. Wie er das betont. Kamin. Er findet meinen Kamin hässlich. Leute, mal ohne Scheiß. Der Kamin ist schön. Ist einfach so. Dann bau du doch mal einen Kamin. Will ich mal sehen, wie du den baust. Aha. Siehst du? Er würde ihn genauso bauen, sagt er. Ups. Ja, ich möchte das ein bisschen einheitlicher. Ist nun mal so. Das ist ein Designerhaus und da muss das alles so sein. So. Ich habe überlegt, ob ich hier eine Terrasse baue, ja. Ja, so mitten ins Freie ist natürlich logisch, einen Kamin hier so mitten auf die Terrasse zu bauen. Vielleicht baue ich mal auch einen Steingrill und so, weißt du? So. Das Dach ist gleich fertig. Mache ich auch immer. Ist voll lustig. Natürlich reicht es wieder nicht aus, was wir am Material haben. So, holen wir uns mal noch ein paar Steine. Sollte reichen. Sollte. Betonung liegt auf sollte reichen. Doch, unten links habe ich welche gemacht. Natürlich, warum soll ich in die Mine gehen, wenn ich so Holz machen kann? Kohle. Neuerdings.
Entschuldigung, das passiert mir jetzt schon seit 3 oder 4 Folgen, dass ich immer am Anfang niesen muss. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, da. Ja, auf dünnes Gelaber. Nee. Nee, das glaube ich nicht. Siehst du, noch nie einen Kamin gebaut, aber erstmal lachen, wenn man reinkommt. Das sind wir die richtigen. Guck mal, der streut sogar Licht. Ja, das hat Feuer so an sich, hast nicht gewusst. So, guck mal, ist das die Mitte? Scheint mir nicht so. Aber jetzt. So. So. Wir bauen das erstmal zu Ende hier. Bevor wir was anderes anfangen. Ja, genau. Ja, ich habe ja sonst immer im Stall geschlafen. Wenn ich keine Hütte hatte, habe ich hier mein Bett hingestellt und habe neben meinem Pferdchen geschlafen. Wurde es auch ab und zu mal warm, wenn es so schön daneben gekackt hat. Ja, hat immer gestört und so. So. Gehen wir mal weiter. Hier brauchst du ein paar Glowstones für deine Bude. Dass du mal professionelle Beleuchtung einbaust. Wie sieht denn das aus da bei dir? Wie baut man denn richtige Lampen? Naja, und das kann ich ja irgendwann mal wieder wegreißen. So. Haben wir schon mal das Licht. Jetzt legen wir hier unseren Teppich aus. Und ich habe ja gesagt, wir wollen hier so Teppich machen und lassen ein bisschen Holz am Rand. Müssen. Das ist holziges Holz. Das kann ich dir nicht sagen, weil sonst klaust du meine Idee. Achso, ich weiß nicht, was das für ein Holz ist. Ehrlich gesagt. Musst du mal eben. Das ist. Ja, genau. Was macht denn der hier? So, Teppich reicht noch nicht. So, ich bin ganz stolz auf meine Bilder auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht so wie mein erstes Haus, was viereckig war. Da kann mir auch keiner reinreden. Es ist ein schönes Haus. Punkt, Komma, Strich. So. Und wenn ich einfach mal Langeweile habe, lege ich einfach mal in Michi sein Haus Teppich, damit er alles wieder wegreißen muss. Und er stapelt mir dann die Bude mit Sand zu oder so. Es könnte mehr beleuchtet sein, aber das ist in Ordnung so. Wir brauchen noch Türen. Und zwar so eine hier. Wenn wir keine mehr haben, reißen wir einfach die von der Isabel weg.
Nee. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Alle Türen aufgemacht. So, mach das mal wieder zu hier, das stört ein bisschen. Gucken wir mal, ob noch so eine Türen da sind. Ich weiß gar nicht, für was mir. Ich glaube, das war auch Fichte. Nee, ist Fichtenholz. Doch, Fichtenholztür. Genau, wir haben ja noch zwei. Hab ich ja extra aufgehoben. Perfekt. Hack mal hier mal jetzt die Tür weg noch. Oder die Tür rein. Dann müssen wir natürlich auch dieses ganze Spinngesindel hier überall unten drunter, ey, das nervt mich. Ich fülle das irgendwann, fülle ich das auf, ey. Das mache ich aber. Das mache ich aber offscreen. Tagsüber sind die friedlich. Willst du mich verarschen? Ach, ich will keinen Frieden mit so einem Viehzeug schließen. So. Ein Zweigang. Wir haben schon einen Eingang. Das sieht man doch gar nicht. Und so real ist das Spiel ja nun auch wieder nicht. Ja, ich merke schon, bei dir spielt sich anscheinend vieles in deinem Kopf ab. Aha. Na doch, siehst du doch hier. Bap, bap, bap. Ich baue. Bin Bob der Baumeister. So, schick, schick. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das. Warte. Machen wir hier noch Holz hin. Das finde ich hässlich, wenn die Ecke da so raus geht. Ich glaube, so ist das besser, oder? Schon, auf jeden Fall. So, wir brauchen noch. Wir brauchen noch, jetzt müssen wir eine Couch bauen, ein paar Tische bauen. Die bauen wir aber diesmal auch mit Teppich. Weiß ich noch nicht, ob ich mir schwarze Marmortische baue, also Teppichtische. So, ja, das machen wir jetzt. Wir bauen uns jetzt Tische. Lampen haben wir alle fertig gehabt, ne? Ja. So, dann bauen wir uns noch einen fetten Beamer an der Wand, noch einen richtig fetten Fernseher und so.
TV, genau. Das Feuerzeug können wir auch weglegen, das braucht. Das Feuerzeug können wir weglegen, das braucht man ja bloß für den Kamin zum Anzünden. Hier. Hier sind übrigens Angeln drin. Ich habe mal ein paar Angeln gebaut, weil wir ja darüber gequatscht hatten wegen Angeln. Ich habe auch schon ein paar Fische geangelt, aber kein Kugelfisch. So, das hätten wir weg. So, achso, hier sind auch noch ein paar, ich glaube, 5 Diamanten sind noch da. Weil ich war ja graben für die Scheiß, damit ich den Tisch, Zaubertisch bauen kann da. Hör mal auf, mich mit dem Zeug zuzuschmeißen. Achso, mach's ja gar nicht. So, wo waren denn die? So, das ist weg. Willst du mich verarschen? Zeigen. Alter. Hör auf damit, du, das stirbt noch. Das geht ja. Ja, mach mal. Du hast es angegriffen. Ja, im Schrank. Im Blumenschrank. Ja, dann ernte welches und sei jetzt Neues an. Ich hätte ja Brot für die Welt gebaut. Hier? Hier? Ja. So. Das kann weg. Das kann weg. So, hier haben wir, guck mal, das nehmen wir mit für die Couch. Auf jeden Fall. Das ist dein Problem. So. Ja, das können wir machen. Bis er wirklich übel groß ist. So, Glas können wir auch weglegen, brauchen wir nicht mehr. So, ich möchte auch ihr ganzen Streuner hier. Ich möchte, dass ihr eure Bauten. So, das nenne ich jetzt Isabel von Sokopi. Leute, ihr wisst, was ich jetzt hier dran schreibe, ne? Nur mal so nebenbei. So. Bei dir kommt. Ja, ist ja egal. Es ist ja. Bei dir kommt Michi, der Unzufriedene.
Bei dir kommt Michi der Unzufriedene dran, das mache ich jetzt auch. Michi. Der Unzufriedene. Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden. So. Hä? Wieso ist das? Wieso ist das Schild direkt weg? Aber nicht mit anderen Gebäuden. Ja, siehst du? Was bei dir? Den habe ich aber nicht. Das habe ich aber auch wirklich nicht gebaut. Ohne Scheiß. Also ich hätte wirklich schöner gebaut. Ich hätte das nicht so kantig gebaut nach unten. Ja, dann mach's doch rein. Dann mach doch das Kies rein. So. Was kommt hier? Ja, das ist Jochen der Nube, ja, das war mir so klar. Ja, wenn dann. Was? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist das Schwein? Hier unten ist er. Oh Gott. Nein, ich rede vom Slenderman. Nein, da unten steht der Slenderman. Glaub mir doch. Ja, Enderman. Oh, ist ja gut. Siehst du, Michi der Unzufriedene. Passt doch. Ja, die will ich ja nicht. Die interessieren mich nicht. Ich habe ein Enderauge. Jawohl. Einmal frei. So, Schießpulver. Da kann man Dynamit bauen und Sachen in die Luft sprengen. Enderauge. Dann da kommt Pflanzenscheiß rein. Alter, wir haben so viele Samen, ey. Was? Deine XP sammle ich ein. Aber ehrlich, das war so gefährlich. So, Erde. Ferdinand.
Geil, oder? Ferdinand ist gut. Ich ging. Na, dann musst du mal die Monster zerstören. Nee, sind sie nicht. Die sind immer auf dem Dach bei Isabel. Müsste man mal. Ja, hier vor der Tür stand auch einer. Ha, wir sind krass. Haben das Ganze voll gelöst. Leg dich mal hin. Was machst denn du? Ja, weil du mir nicht geholfen hast, Schweinepriester. So, mal den Scheiß jetzt wegbringen hier. Den Loot. So, und... Ja, weil Noob ist nicht in Ordnung. Nee. Ja. Herrscher wird aber mit 2 R geschrieben, oder? Ja. Ja, das Kriegsherr wird ja auch mit 2 R geschrieben, also gehe ich mal davon aus. Nee, sind es nicht. Ich habe keine Ahnung, Alter, das sieht... Ja, aber das sieht komisch aus. Ich weiß es nicht, ob das so richtig geschrieben ist, aber ich glaube schon. So, Isabel die Schöne. Ferdinand das Pferd. Warum? Können die Leute ruhig wissen, dass ich auch nicht alles weiß? Komm, du hast bestimmt in deinem Leben auch schon mal vor ein Wort gesessen und danach überlegt, wird das überhaupt so geschrieben? Das sieht komisch aus. Ja, natürlich. Ja, siehst du, weiß ich doch. Ja, und die sehen dann einfach komisch aus, so die Wörter. Das ist immer irgendwie... Ist genauso, dunkel. Sag dir einfach mal eine ganze Weile dunkel vor. Und dann überleg mal, denk mal über das Wort dunkel nach. Das hört sich eigentlich einfach doof an. Dunkel. Dunkel. Du hast ein ander Dunkel. Du bist voll dunkel.
dunkel 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 Puff, die Katz, puff, die Puff, Katz, puff, die Katz, puff, die Puff, Katz, picka picka Beatbox, puff, die Katz. Ja, ich bin... Alter, Maul halten, wie kommt denn der da rein? Weil irgendein Vollidiot die Tür offen gelassen hat. Und du warst es bestimmt. Weiß ich nicht. Wird mein hässliches Gebäude weggesprengt wird. Aufpassen, dass die Tür zu bleibt. Aufpasse, aufpasse. So. Machen wir mal. Ah, die Folge ist schon vorbei, Leute. Ich hoffe, es war ein bisschen lustig. Wir gehen nochmal gucken, wie das jetzt alles hier Gestalt angenommen hat. Wir haben jetzt hier drinne Lampen gebaut. Haben Gesundheit. Haben Teppich verlegt. Ich möchte den noch eins breiter machen. Ich mache den jetzt hier noch eins breiter, weil das sieht so unförmig aus. Dann geht er direkt hier am Kamin lang. Das mache ich jetzt noch schnell in dieser Folge. Damit möchte ich euch... Nee, nicht, na doch, Boden verlegt. Ja, ist ja egal. Ich habe ja auch noch... Ich bin Tommy der Herrscher, genau. Dann Michi der Unzufriedene und Isabel die Schöne. Wissen zwar nicht, wie sie aussieht, aber der Charakter sieht ja wenigstens hübsch aus. So. Das sieht schon besser aus. So, Leute, alles klar. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen hier Licht verlegt und alles. Und haben Boden verlegt. Wir sind die Bodenleger. Wir sind Bob der Baumeister. Wir sind alles. Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis dann. Ciao. Ich kann meine Folge nicht beenden. Hallo? Seid ihr auch noch da? Falls ihr das jetzt noch hört, ich kann mal...